Hi YouTube, hier ist Mimi. Heute kommt das lang erwartete Tattoo-Video. Yumi liegt auf meinem Schoß. Ups. Und hat hier ihren Kauknochen. Ne? Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Also. Ja, zum Thema Tattoo. Ich war da. Und wie gesagt, ich habe nicht das komplette Tattoo machen lassen, sondern erstmal nur angefangen, weil das sollte 4 Stunden dauern und das war das erste Mal, dass ich richtig lange mich tätowieren habe lassen. Mein erstes Tattoo hat ja gerade mal 10 Minuten gedauert. Deswegen habe ich gesagt, ich fange erstmal an, 2 Stunden und dann, wenn ich die Schock von den 2 Stunden überwunden habe, dann mache ich weiter. Deswegen haben wir angefangen mit Yumis Gesicht, was leider überhaupt nicht aussieht wie Yumis Gesicht. Ich bin wirklich sehr enttäuscht gewesen, als ich das gesehen habe, weil auf den Vorlagen kann man es nicht erkennen, weil es sind ja einfach nur die Outlines. Man weiß nicht, wie es aussieht, wenn es ausgemalt ist. Oh, Baby! Und ja, also ich werde noch mal hingehen. Ich habe schon ein bisschen was gezeichnet, wie ich es geändert haben möchte, damit es ein bisschen Ähnlichkeit hat mit Yumi. Ich zeige euch, erstmal, wie es jetzt gerade aussieht. So sieht es jetzt aus. Hey, so. Und wie man sehen kann, diese ganzen Falten und so, sowas, das wollte ich eigentlich gar nicht haben. Das sieht auch überhaupt nicht aus wie Fell, finde ich. Also ich möchte das hier alles schwarz haben. Hier nur einen ganz dünnen weißen Strich in der Mitte, so wie es bei Yumi auch ist. Hier die Ohren werde ich auch fragen, ob er die schwarz umranden kann. Und bei den Augen bin ich auch so ein bisschen. Also ich finde die Augen nicht schön. Ich denke, das Weiß hier unten wird braun gemacht und mit diesen weißen Punkten hier vorne bin ich auch nicht so zufrieden, weil es sieht halt nicht so aus wie auf dem Bild, was soll ich sagen. Es sieht nicht aus wie Yumi und das ist ja der einzige Grund, für den ich das Tattoo haben wollte, dass es aussieht wie Yumi und dass man sie erkennen kann und so sieht sie aus. Überhaupt nicht so. Ja, also ich war also tatsächlich ganz schön geschockt, als ich dann das erste Mal auf einem Foto gesehen habe, weil es ist immer was anderes, wenn du es so beim Tätowieren über Kopf siehst und im Spiegel. Weil wenn du es dann richtig rum siehst, halt vom Foto, so wie es tatsächlich aussieht, da ist es immer ganz was anderes, vor allem bei Gesichtern. Weil ich dachte, okay, kann ja sein, aber nee, und diese Kringel hier, da, das finde ich, das sieht irgendwie komisch aus, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, ich habe schon so ein bisschen rumgezeichnet, wie ich es gerne hätte. Yumi, irgendwie sitzt du hier doof. Und zwar, ich habe ein Foto gemacht, eine Kopie gemacht und dann habe ich selber drüber gemalt. Das war das, was ich dabei rausholen konnte, halt die ganzen Falten weg. Hier ein bisschen dunkler. Wie gesagt, das Weiße aus den Augen braun machen. Und ja, sieht halt ein bisschen mehr aus wie Yumi und darum geht es mir eigentlich. Das wird dann das nächste sein, wenn ich bereit bin, wieder hinzugehen. Das ist jetzt 3 Wochen her. Abgeheilt, das ist gut. Die Qualität ist auch gut. Es ist halt nur, dass ich glaube, dass wir so ein bisschen aneinander vorbeigeredet haben. Weil ich ja eigentlich wollte, dass es aussieht wie Yumi und irgendwie. Aber ich glaube, er wollte es nicht ganz schwarz machen. Damit es halt nicht aussieht wie so ein großer schwarzer Fleck. Aber sie ist nun mal. Die hat nur mal schwarzes Fell. Ne? Und ja, deshalb das. Und dann habe ich mir überlegt, wenn ich zum Nachstechen gehe, könnte ich im Grunde gleich weitermachen. Und es ist echt schlimm mit mir, weil ich habe am liebsten die Kontrolle komplett. Wenn ich könnte, würde ich mich am liebsten selbst tätowieren. Damit ich ganz genau weiß, wie es ist. Das ist genau dasselbe Problem, wie dass ich nicht zu Friseuren gehe, weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, dass es nicht so war, wie ich wollte. Und ich seitdem immer alles selber mache, dann bin ich wenigstens schuld, wenn scheiße ist. Ja, deswegen habe ich mir jetzt überlegt, dass ich für den Hintergrund einfach
selbst die Regie an mich reiße und es so mache, wie ich das möchte. Und zwar habe ich mir jetzt überlegt, ich möchte Dreiecke, und zwar so im Hintergrund. Und diese Zeichen hier, das, also so sollte es dann aussehen, das ist einfach nur, ne, um zu sehen, wo der Kopf ist. So hätte ich es gerne. Und diese Zeichen sind von meiner Kette. Ups, von meinem Glücksspringer. Knutschi, knutschi. Kann man, glaube ich, nicht erkennen, dass das darf doch hier. Einmal das. Und einmal das. Das war für alle, die meinen Kanal schon länger kennen und das ganz, ganz eines der ersten Videos gesehen haben. Ich habe mal Geister beschworen. Nein, ich habe so einen thailändischen Film geguckt. Da war so eine Formel, um Geister zu rufen, und ich habe einfach mal mitgesprochen. Und ab da sind so komische Sachen in meinem Zimmer passiert. Und dann habe ich irgendwie so einen Schiss bekommen, weil ich mich da auch so reingesteigert habe, dass ich mir dieses Amulett bestellt habe aus Thailand. Und ja, das bringt Glück. Und danach hat das auch aufgehört. Ich weiß nicht, ob das wirklich geholfen hat oder ob das irgendwie Zufall war. Es würde mich mal interessieren, ob ihr auch tätowiert seid und ob ihr euch mal was ganz anders vorgestellt habt als der Tätowierer und ihr nachher irgendwie so ein bisschen enttäuscht wart oder vielleicht was ändern lassen habt. Das würde mich interessieren, oder ob ich die Einzige bin, die irgendwie so doof ist, dass sie sich nicht klar ausdrücken kann oder keine Ahnung, woran es gelegen hat. Ich zeige euch dann, wenn es neu gemacht wurde, was ich hoffe, dass er das auch macht. Und ja, wenn es Neuigkeiten gibt, dann werde ich euch darüber informieren. Ansonsten war es das. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.